dass wir hier sein können. Ich würde sagen, ich starte mal mit einem kleinen Intro. Erstmal vielen Dank, Lisa, für diese Chance überhaupt, dass wir hier reden dürfen. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir diese Einladung bekommen haben und wollen das jetzt bestmöglichst nutzen. Genau, wir reden heute über unseren Dokumentarfilm Coffee for Life, der eben sich beschäftigt mit dem Leben und Arbeiten der Kleinbauern und ihrer Familien in Guatemala. Was vielleicht interessant daran ist, ist, dass wir eigentlich keine normalen Dokumentarfilmer sind, sondern eigentlich eben eine Werbefilmproduktionsfirma. Und da gab es natürlich ein paar Dinge, die einfach sehr, sehr anders gelaufen sind und sehr neu für uns waren bei dieser Produktion, die wir da gemacht haben. Und im Detail geht es heute darum, und wir lassen euch ein bisschen hinter die Kulissen gucken, hinter das, wie das Ganze entstanden ist, wie dieser Film zum Leben erwacht ist. Ja. Ja, vielen Dank, Lisa, für die Möglichkeit. Hallo, herzlich willkommen alle. Ja, wir dachten, wir starten mal mit dem Trailer des Films, um einfach mal in die Bildwelt einzutauchen, um die wir gleich sprechen. Und ja, genau, ich würde mal sagen, wir starten direkt mit dem Trailer. Tenemos unas matas de zanahoria ahorita que ya está a punto de vamos a cosechar. Y gracias a Dios, y entonces, y tengo una mata de papaya por aquí, mira que está creciendo, mira, ve. Guatemala es un país lleno de contrastes. Pienso que es uno de los países más desiguales en América Latina. Mi nombre es Miguel Mateo y estaba muy feliz para venir a trabajar para los productores. Es un trabajo muy delicado que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y un solo paso que no se haga bien es suficiente para que el café no tenga la calidad que se quiera y pues que no se pueda comercializar. Darum soll es heute gehen. Der Film ist eigentlich eine 20-minütige Dokumentation, die es auch heute Abend dann zu sehen geben wird. Und hier geht es halt heute darum, wie ist das Ganze entstanden, wie ist das zustande gekommen und genau, was vor allem, wie gesagt, sind vielleicht die Dinge, die vielleicht die Hürden für uns waren und die anders waren als das, was wir sonst beim Werbefilm zu tun haben. Vielleicht sagt Willi kurz was zu uns an sich. Ja, genau. Also wir sind eine Werbefilmproduktion hier aus Düsseldorf. Wir sitzen hier quasi um die Ecke, sind Nachbarn. Und ja, wir sind ein sechsköpfiges Team. Ja, ziemlich cooles Team, so das, was wir da haben. Genau, und ja, wir machen im Prinzip klassische Werbefilme für Marken, für Unternehmen. Und ja, das macht uns extrem viel Spaß. Und ja, das... Das ist das, was wir normalerweise tun. Also wir haben eben Aufträge, wir haben Brands, die es schon gibt, die vor allem meistens schon betreut werden von anderen, von Agenturen, die ein bestimmtes Corporate Design haben, die eine Identität haben, und meistens kriegen wir sogar fertige Storyboards und müssen irgendwie einen Clip daraus machen. Und am Ende ist es halt so, dass da, wie Willi schon sagt, wir geben unseren Style da rein und wir versuchen, dass das dass die Art und Weise, zeitgeistig Filme zu machen, wie wir es irgendwie, wie es unser Anspruch ist, den versuchen wir eben in all unsere Bilder, die wir kreieren, in den Film einzubringen. Und am Ende ist es eben aber so, dass all diese Bilder, die dann da entstehen, eine weiter, da kommen viele Bilder, all diese Bilder, die dann da entstehen, sind mehr oder weniger aber Dinge, die ja Kunden gekauft haben, die also irgendwo auf Bestellung sind. Und am Ende sind wir da ja, wie vielleicht viele von uns hier,
Dienstleister, die also nicht so ganz komplett frei sind in dem, wie wir das eigentlich aussehen lassen wollen. Und vielleicht ist auch meistens jetzt nicht die Message das, was wir oder das, was irgendwo der Welt am meisten gibt, die, was irgendwie weiter, was irgendwie weiter als Werbung ist. Genau das hier machen wir meistens tatsächlich. Also wenn es am Ende ein Projekt ist, wo wir denken, das hat Potenzial und da ist auch da ist die Bezahlung dahinter, dann machen wir eben eine Produktion auf Kundenwunsch, ist ja klar. Und das machen wir, wie gesagt, gerne und geben da das rein, was wir für unseren Stil halten. Aber am Ende hatten wir dann doch irgendwann Lust, mal was ganz anderes zu machen, beziehungsweise einfach mal viel freier an ein Projekt ranzugehen, was wir uns selbst aussuchen, wo wir wissen, ja, das sollen ein paar andere Dinge bedienen, und zwar diese hier. Also, ein weiter. Emotional, mutig, frei. Das waren so die Dinge, die wir gedacht haben, okay, die kann man jetzt, die versuchen wir in so ein freies Projekt reinzubringen, um eben mal eine Kreation zu haben, die in komplett unserem Stil ein sinnvolles Thema bearbeitet. Und da ist uns dann irgendwann ein Name in den Kopf gekommen, und zwar der Name Rolf Nagel. Ja, genau. Richtig, Professor Dr. Rolf Nagel mit Bundesverdienstkreuz. wir kennen Rolf schon seit unserem Studium, unserem gemeinsamen an der FH Düsseldorf. Und wir kennen im Prinzip auch schon das Projekt, was Rolf in seinen Vorlesungen tatsächlich schon immer versucht zu publizieren oder oft unterbringt als Rechenbeispiele oder was auch immer in BWL-Vorlesungen. Rolf unterstützt seit 20 Jahren die Kaffeekleinbauern Guatemalas und im Speziellen zwei Kaffeekooperativen in Zusammenarbeit mit der Organisation Manos Campesinas dort. Vielleicht kann Rolf einfach mal ganz kurz in 2 Minuten selber ein Intro genau dazu geben. So, guten Morgen auch von mir an alle. Vielen Dank auch, dass ich die Gelegenheit habe, mal kurz das Projekt darzustellen. 2 Minuten ist natürlich ziemlich ambitioniert. Ich habe aber auch keine Folien dabei, also keine Sorge. Vielleicht erstmal die Frage, warum engagiert sich ein BWLer in Guatemala für Kleinbauern? Ich wollte nie BWLer werden. Mein Vater war Banker, ich bin dann auch Banker geworden, wollte ich aber nicht. Ich wollte nämlich eigentlich Ethnologie studieren, und zwar Altamerikanistik mit Schwerpunkt Südmexiko und Guatemala-Kultur, der Maya halt. Meine Eltern fanden, das ist eine blöde Idee, ja, und ich wälze das jetzt nicht weiter aus. Auf jeden Fall am Ende habe ich BWL in einer Stadt südlich von Düsseldorf, deren Namen ich nicht aussprechen kann, weil ich Düsseldorfer bin, studiert und habe danach dann bei Banken gearbeitet. Während meines Studiums habe ich aber bereits Menschenrechtsprojekte in Guatemala unterstützt, weil dort seit 1962 ein heftiger Bürgerkrieg tobte bis 1996. Ja, und dann hatte ich die Chance, an die Hochschule Düsseldorf zu gehen als BWLer und rutschte dann auch in ein Menschenrechtsprojekt rein in den 90er Jahren und kam dann das erste Mal nach Guatemala, weil ich während des Bürgerkriegs, nicht weil ich Angst hatte, sondern einfach nur aus Ablehnung gegenüber diesen Militärdiktaturen nicht dahin fuhr, war ich das erste Mal da. Kurz danach gründeten wir einen kleinen Verein, der nennt sich Icagua. Darüber finanzieren wir aktuell 206 Kindern den Schulbesuch und 17 Studierenden das Studium und finanzieren auch eine kleine Schule im Hochland von Guatemala. Und während meiner Besuche Ende der 1990er Jahre kamen dann die Eltern der Kinder auf mich zu und sagten, wir haben ein Riesenproblem. Das Problem lautet Vietnam. Warum Vietnam? Weil Vietnam Anfang der 2000er mit Kaffee auf den Markt kam. Was keiner hier in Deutschland weiß, ist, Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt nach Brasilien, und die schoben Anfang der 2000er massenhaft Kaffee auf den Markt, und was diese Kleinbauern wussten und manche Studierende noch nicht so wissen, ist, wenn auf eine vorhandene Nachfrage ein größeres Angebot kommt, dann purzeln die Preise, und das war deren Sorge, und deshalb sprachen mich an und fragten, ob ich nicht versuchen könnte, in Deutschland den Kaffee zu vermarkten.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich gedacht, naja, wo früher bist du BWLer geworden, muss ja auch mal einen Sinn machen, sowas zu studieren. Und warum warst du bei Banken, muss ja auch Sinn machen. Also an Geld rankommen war jetzt nicht das große Problem, um die ersten Tonnagen zu kaufen. Die Hochschule Düsseldorf ist Gott sei Dank eben eine Fachhochschule, wie die beiden schon sagten. Und wir haben Designer dort und wir haben Architekten dort und wir haben Sozial- und Kulturwissenschaftler. Also habe ich gesagt, machst ein studentisches Projekt draus und bindest die verschiedenen Fachbereiche da ein. Zur Findung eines Markennamens, zum Design der ersten Packungen und so weiter. Ja, und dann haben wir den ersten Kaffee 2001 importiert und der erblickte das Licht der Welt am 8. Juni 2001. Wir sind also jetzt seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt. Ja, und wie die beiden sagen, versuchte ich immer auch die Sachen ein Stück weit in die Lehrveranstaltung reinzubringen und so haben wir uns den dann auch kennengelernt und ja, Gott sei Dank haben die beiden mich dann angesprochen, ob wir nicht gemeinsam mal ein Projekt machen wollen. Und so sind wir dann 2020 vor Beginn der Pandemie nach Guatemala gereist und die beiden haben einen wunderbaren Film über unser Projekt gedreht. Und ich kann nur empfehlen, sich den anzuschauen und dazu einzuladen. Ja, und vielen Dank an euch beide, ne, und vielen Dank für die Möglichkeit, das kurz darzustellen. Ja, wir haben uns dann mit Rolf zusammengesetzt und Rolf hat uns dann über das Projekt in Guatemala erzählt und wir fanden es ziemlich interessant, was Rolf uns da erzählt hat. Und zum Beispiel hat Rolf uns auch erzählt, dass eine Kaffeebohne an so einer Kaffeekirsche hängt da an so einem Busch. Das wusste ich auch vorher nicht, bevor ich Rolf kennengelernt habe. Und ja, also sehr interessante Sachen hat Rolf uns über Guatemala, über die Menschen dort erzählt. Und wir haben uns gedacht, okay, das ist doch echt eine coole Möglichkeit, da vielleicht mit unseren Kameras hinzufliegen, Rolf zu begleiten und da irgendwie einen Dokumentarfilm vielleicht zu erstellen. Genau, also viele neue Eindrücke. Rolf hat uns zum Beispiel relativ früh auch dieses Foto gezeigt. Und das war, glaube ich, tatsächlich eins von den Bildern, was dann irgendwo so ein bisschen so dieses Potenzial bei uns dann irgendwo uns hat sehen lassen, weil das sind, also wir haben da auf jeden Fall eine sehr, sehr fremde Welt. Wir haben da auf jeden Fall coole Locations. Es sieht ein bisschen gefährlich aus und es sind safe coole Characters, die da vor Ort sind. Und das sind so Dinge gewesen, die uns schon haben spüren lassen, okay, da ist einfach Potenzial. Und Rolf hat viel erzählt, Rolf kann sehr gut erzählen und wir haben wirklich sehr viele Details von verschiedensten Menschen dort vor Ort schon kennengelernt und haben dann immer mehr gespürt, da ist Potenzial drin. Und zum Beispiel ist ja auch, dachten wir dann schon von Anfang an, Potenzial alleine im Land Guatemala, was an sich, also aus Filmesicht jetzt, noch nicht so besonders bedient ist. Also das ist einmal touristisch natürlich überhaupt kein Ziel, was man so kennt in Europa, beziehungsweise ich kannte nicht mehr als den Namen und dass da Bananen herkommen, so ungefähr. Und das ist natürlich für uns auch schon einfach interessant gewesen, weil es da potenziell einfach dann Orte und ja, Natur und so weiter gibt, die irgendwie, die noch nicht so bekannt ist, die sowas Fremdes hat und das ist natürlich was reizvoll ist für einen Film. So. Und das hat sich dann ja auch tatsächlich bewahrheitet. Es sind da Orte und es ist da ein Gefühl einfach in diesem Land, was auf dem Film einfach geil rüberkommt. Und das haben wir da schon gespürt und was wir vor allem gemerkt haben und das war vielleicht sogar das Wichtigste, Rolf ist ja nun seit 20 Jahren mit den Menschen da einfach sehr, sehr eng verbunden. Also Rolf, Carlos, Miguel und Quentin Tarantino in der Mitte. Aber, Rolf kennt die beiden seit 20 Jahren, das sind Freunde. Das heißt, wir wussten, okay, da ist eine Verbindung, die einfach viel wert ist. Rolf kennt Kardinäle in Guatemala und ist da irgendwie per Du mit denen und reist mit denen umher und macht zusammen mit denen Projekte. Also da ist einfach eine so gewachsene Verbindung da zu diesem Land und vor allem zu den Menschen in dem Land, dass wir da die Chance gewittert haben, sehr schnell ein sehr cooles Intro zu bekommen und sehr nah ranzukommen, sehr schnell an diese Menschen, was eigentlich eben 20 Jahre Arbeit bedarf hätte. Und das war so das Größte, wo wir gedacht haben, oh ja, dass wenn wir da die Chance haben, diese Menschen, ihre Familien und so schnell, so gut kennenzulernen über so jemanden wie Rolf,
dann ist das für einen Film einfach mega viel wert, weil da einfach dieses Emotionale sehr, sehr schnell irgendwie in Berührung mit unserer Kamera kommen kann. Das war im Prinzip das, was uns auch dann überzeugt hat. Ne? Wir haben gedacht, okay, Rolf, das reicht, buch die Flüge. Lass uns diese Geschichten erzählen. Lass uns die Geschichten von diesen Menschen erzählen, von diesen Kleinbaufamilien, von deren Familien vor Ort. Und lass uns schauen, dass wir diesem Projekt Mussino, was Rolf ja schon nun mal sehr, sehr lange betreut, dass wir dem auch noch mal einen Push geben, dass wir vor allem diesen Film auch machen für die Menschen da vor Ort. Also praktisch mit dem Ziel dahin fahren, okay, lass uns Aufmerksamkeit darauf packen, auf das, was die da vor Ort machen, auf das, was vielleicht auch die Verbindung zwischen uns und denen ist, dass wir Kaffee trinken täglich, den diese Menschen da mit ihren Händen von Büschen gepflückt haben. Also lass uns das irgendwie zusammenbringen, unsere Welt und deren uns eigentlich fremde Welt. Und lass uns so einfach ja, eben darauf hinweisen, dass es eine Notwendigkeit gibt, für diesen Kaffee, den wir nun mal täglich zu uns nehmen, sehr viel Geld zu bezahlen, damit das so fair ist, dass die da Menschen, die da gut leben und gut überleben können von ihrer Arbeit, von ihrer täglichen. Und dann? Ja, und dann ging das eigentlich mehr oder weniger los mit der Produktion. Und ja, wir wollen in dem Kapitel mal so ein bisschen aufzeigen, wie unsere Arbeit eigentlich hier vor Ort abläuft und wie sie dann da für uns in Guatemala war, als wir dann da vor Ort waren, weil die Gegebenheiten waren dann doch schon auch anders. Und wir wollten erstmal mit dem Storytelling anfangen. Ja, das ist ja so, dass im Prinzip, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ganz am Anfang, wir kriegen eigentlich relativ fertige Stories oder wir haben ein sehr konkretes Thema, worum wir eine Story bilden können, was dann nachher auch ein sehr konkretes Ziel verfolgt. Das ist im Prinzip vorgegeben von Agenturen oder Unternehmen, die uns beauftragen. Und hier haben wir jetzt einfach eine Masse an Informationen von Rolf bekommen über ein Land, über Kulturen, über verschiedene Menschen und deren Konflikte untereinander, über dieses Gesamtthema Kaffee und die Probleme, die da mit einhergehen. Und das Ganze haben wir erstmal versucht, und das ist tatsächlich, wie sich letztendlich herausgestellt hat, ein Versuch gewesen, aber viel von dem, was wir uns ganz am Anfang überlegt haben in unserem Büro, mit dem, was irgendwie Rolf erzählt hat und was wir da in so eine Hero's Journey-Spannungskurve geschrieben haben, das ist natürlich Wunschdenken gewesen. Also wir haben versucht, irgendwie die Informationen zu bündeln, damit wir nicht mit gar nichts dahin fliegen, sondern dass wir irgendwie so ein bisschen wissen, okay, darauf setzen wir ein bisschen Wert und das versuchen wir hinzubekommen. Aber wir haben schon da gespürt, okay, es ist so ein bisschen ein Thema, wo wir einfach reintauchen werden und dann werden wir erleben, was wir für Menschen treffen, was deren Geschichten sind und so. Und das war tatsächlich ein bisschen kribbelig, dass wir das eben gar nicht hatten vorher, was genau nachher die Story sein soll, die da rauskommt. Ja, weil wir in der Regel, also das wollte ich gerade erzählen, weil wir in der Regel hier, also wenn wir jetzt in Spanien produzieren für Marken, können wir Location Scouting recht gut über Google Maps steuern. So, das funktioniert eigentlich recht gut. Da ist Google ein sehr guter Freund von uns. Genau, da schauen wir uns dann einfach mal um, was gibt es da für Straßen, wo könnten wir vielleicht ja, einen kleinen Spot drehen. Ja, das war dann irgendwie ein Beispiel, als wir in Malaga waren für die Marke Buffalo. Und ja, dann. Dann geht es darüber und dann sieht das so aus. Und das hat recht gut funktioniert. Und in Guatemala war das nicht so einfach, weil, ja, also das da ist nichts. Ne? Also da sind ja wirklich noch nicht mal die Straßen eingezeichnet. In diesem, also da jetzt speziell, das ist, Rolf, ob das stimmt genau, wir haben das gestern einfach fotografiert. Ungefähr da ist die Finca Buenos Aires, die eine Kaffeekooperative, bei der wir waren. Ungefähr da müsste die tatsächlich sein. Da sind keine Straßen, die Google kennt. Und da ist auch schon lange kein Streetview-Auto hergefahren, sodass wir uns einmal angucken können, wie es da aussieht. Also so gar nicht. Ja, also es war schon so, dass wir da wirklich so ins kalte Wasser geschmissen worden sind. Aber da hatten wir auch Lust drauf. Wir wollten einfach mal die Komfortzone verlassen und was Neues ausprobieren. Und ja, und dann waren wir in Guatemala. Und was wir normalerweise ja auch machen,
ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die wir vielleicht interviewen, die der rote Faden nachher von einer Story sein sollen, dann versuchen wir die natürlich kennenzulernen. Da versuchen wir uns am besten vorher schon mal mit denen zu treffen, im Detail mit denen zu reden, darüber, worum es dann am Ende gehen wird und so weiter. Und auch das war hier sehr schwierig, weil die meisten, also klar ist Spanisch da die Sprache, die wir auch nicht sprechen, die die meisten Leute sprechen, aber diese Kaffeekleinbauern sind eben oft Maya, beziehungsweise haben Maya-Abstammung. Und ich weiß, Rolf weiß es besser, aber es gibt da in dem Bereich, wo wir unterwegs waren, wie viele aktiv gesprochene Maya-Sprachen? Also Guatemala hat 21. Ne? 21 und die sind alle so weit weg von irgendeiner Sprache, die ich schon mal gehört habe, dass sie einfach, also über die Ecke dann nochmal auf Spanisch und dann auf Deutsch, haben wir keine Chance gehabt, vorher mit Menschen zu reden. Also das ist tatsächlich auch sehr zufällig gewesen oder musste sehr spontan ablaufen, wen wir da am interessantesten finden vor Ort und wen wir da für unsere Story irgendwie in den Fokus nehmen. Was wir wussten, wer natürlich in den Fokus kommt, sind die gerade schon gesehenen Carlos und Miguel, die beiden, die da eben diese Manos Campesinas, die Kaffee-NGO dort vor Ort eben leiten, die zum Glück auch Spanisch sprechen. Aber wer da wirklich als Kaffee-Kleinbauer, also als Hauptdarsteller im Prinzip auftritt, das konnten wir im Vorhinein nicht so richtig feststellen, beziehungsweise konnten uns nicht mit denen abstimmen auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall sehr schwierig, auch so die ganze Kommunikation für uns. Also ja, das war sehr speziell. Ja, in der Regel, wenn wir hier produzieren, dann reisen wir mit sehr viel Technik, sehr vielen Menschen, LKWs zu Produktion an. Wir haben viele Leute, die uns helfen, die Sachen mit aufzubauen. Und ja, in Guatemala war es dann etwas anders. Wir mussten irgendwie zusehen, dass wir jeweils beide mit dem Trolley darüber kommen, weil wir jetzt nicht irgendwie viel Gepäck mitnehmen konnten, weil wir da auch 2 Wochen mit dem Auto unterwegs waren. Und ja. Wir haben die Lufthansa-Bestimmung auf jeden Fall ausgereizt. Ein Carry-on-Gepäckstück und ein persönlicher Gegenstand. Der persönliche Gegenstand war so ein Rucksack halt. Also wir hatten so viel, wie es irgendwie ging mit, weil um diese 2 Kameras, die ja wirklich so klein, wie die nur sein können, sind in dem Fall, mit Zoom-Linsen und nicht verschiedenen Objektiven, oh, wir drehen auf diesem Linsen, weil das ist der beste Look. Nee, wir mussten eben sehr pragmatisch auch gucken, okay, wie kommen wir da in diesem Umfeld, wo wir so viel hin und her reisen, wo wir so spontan sein müssen, wie kommen wir am besten klar? Und das war eben dann unsere Go-To-Lösung, dass wir sehr, sehr kleine Kameras mit sehr flexiblen Optiken dabei haben. Und damit ging es dann los, ne? Über Mexico City nach Guatemala und dann sah es da so aus. Das war auch tatsächlich so der erste Tag, ne? Als wir da angekommen sind. Die sind alle sehr geil zueinander. Das ist hier nicht so wie in Düsseldorf, aber okay. Ja, ein kleiner, also das ist das, was uns da erwartet hat. Und das ist tatsächlich ja schon durchaus genau das gewesen, was wir uns versprochen hatten, was wir gedacht haben, okay, das ist dieses Interessante, was durch unsere Kamerasuche auf jeden Fall gut aussehen wird. Das hat sich schon mal sehr bewahrheitet. Also diese Art von fremder Welt, die vielleicht tatsächlich vielen noch nicht so ganz bekannt ist, die haben wir auf den ersten Schlag schon in den ersten Tagen einfach komplett erleben dürfen. Und da waren wir schon hyped. Also wir haben, glaube ich, an dem ersten Tag so viel aus dem Auto gefilmt und irgendwelche Busse, die alle wahnsinnig bunt sind und leuchten und so, wie nachher an Tag 10 dann aber so gar nicht mehr. Also da gab es, also tatsächlich ist da viel von diesem Straßenmaterial direkt an Tag 1 einfach, wo die Kamera durchlief, weil das alles so ein Rush war, wie wir da reingekommen sind. Ne? Ja, voll. Ja, wir waren ja 2 Wochen unterwegs mit Rolf. Wir haben 2 Kaffeekooperative getroffen, viele Familien auf dem Weg dahin, viele Freunde von Rolf, die wir dann nochmal besucht haben. Und saßen dementsprechend auch echt viel im Auto. Die Routen, ja, so 200 Kilometer, mal 4 Stunden teilweise. Also so, wie man es aus Deutschland eigentlich nicht kennt. Das heißt, das hatten wir jetzt auch nicht so ganz auf dem Schirm. Wir saßen sau viel im Auto, also sau viel im Auto. Weil die Straßen einfach,
ja, wie schon bei Google auch eigentlich, man hätte vorhersehen können, die sind jetzt auch nicht alles Autobahnen so. Das hat schon doll lange gedauert alles. Und dann... Und dann gab es eben die Interviews, die wir geführt haben. Ist er fertig? Ja, egal. Hat er Endlosschleife? Ja. Ja, egal, mach trotzdem nochmal. Gucken wir nochmal. Also, wie ja schon gesagt, wir hatten beide keine besonderen Spanischkenntnisse und schon gar keine Maya-Sprachenkenntnisse. Und so Interviews wie dieses hier zum Beispiel mit Pedro lief dann genau so ab, dass wir Rolf am Abend vorher mit Rolf besprochen haben, was könnten wir Pedro fragen. Wir haben die Fragen nachher noch Rolf per Notizen auf sein iPhone geschickt und dann musste die Rolf auf Spanisch jemandem stellen, der die Maya-Sprache beherrscht hat und der musste dann diese Frage Pedro stellen und dann ging es wieder andersrum. Also Pedro hat geantwortet und jemand hat übersetzt, Rolf hat es verstanden und wir haben am Ende dieser ganzen Zeit konnten wir dann doch ganz gut Spanisch verstehen, würde ich sagen. Also man hat schon gespürt, wann das gut ist, was die Menschen sagen und wann die genau diese Frage gut beantworten, die kannten wir ja und wann nicht. Aber speziell in diesem Fall, wo Pedro einfach noch nicht mal Spanisch konnte, war es schon tatsächlich eine große Hürde. Und wir haben dementsprechend sehr, sehr, sehr viele Interviews mit sehr vielen verschiedenen Fragen gestellt, um einfach da viel Material zu haben. Ja, und was sich dann auch bewahrheitet hat, ist zum Beispiel hier bei der Familie von Pedro, dieses Thema, Rolf ist da einfach sehr nah dran und kann uns da ein Türöffner sein zu diesen Menschen. Das hat sich vor allem in diesem Fall hier bei Pedro und seiner Familie komplett bewahrheitet. Also das ist, er nimmt im Film dann auch einen großen Teil weil wir eben da tatsächlich diese Aufnahmen machen konnten, die sehr nah dran sind an den Menschen und an dem auch, wie deren Privatleben und so weiter ist. Wir sind direkt aufgenommen worden wie Freunde. Wir saßen zusammen mit denen da in deren Wohnzimmer und hätten dann wahrscheinlich auch mitessen dürfen, so wenn wir gefragt hätten. Also das war so, dass wir ja, einfach diese lange gewachsenen Beziehungen von Rolf tatsächlich für diesen Film in dem Fall sehr, 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 sehr gut nutzen konnten. Also das hat, ich würde sagen, sogar noch besser funktioniert, als wir erhofft hatten. Ja, das war einfach auch unfassbar. Also Pedro, der links in dem Bild und auch in der Mitte zwischen seinen Töchtern, ist Hauptprotagonist des Films geworden, weil wir einfach dort, wie Lennart schon gesagt hat, wirklich richtig tief in sein privates Leben eintauchen durften und mit ihm nach Hause gegangen sind. Und das ist deren Zuhause, das ist die Küche, wo die Familie gelebt hat. Ich meine auch, Rolf, dass die alle zusammen sich ein Zimmer geteilt haben. Also es war schon wirklich ein ganz, ganz neuer Umstand für uns. Und es war aber trotzdem irgendwie sehr herzlich und sehr, sehr, sehr cool, da irgendwie bei denen zu sein. Und ja, deswegen haben wir da die Kamera auch ordentlich drauf gehalten. Und aus dem Grund ist Pedro dann auch mit unter anderem so Hauptprotagonist des Films geworden. Ja, und dann kamen wir zurück mit einigem an Material, also die ganzen Streifen sind für volle Festplatten von den Red-Kameras, die jeweils 1 Terabyte haben. Also wir haben irgendwie 8 Terabyte Material mit diesen ganzen langen Interviews und so gesammelt, die dann tatsächlich im Schnitt zu irgendwas werden mussten. Also tatsächlich ist es ja so, ja, wir hatten unsere Spannungskurve da, das ist schön und gut, haben wir uns überlegt. Aber letztendlich waren wir jetzt an der Stelle, wo wir ungefähr das, was wir wissen wollten, erfragt haben, aber was die Leute uns geantwortet haben im Detail, wussten wir nicht so gut, weil wir hatten jetzt spanische Interviews vorliegen, die wir beide so erstmal nicht so ganz gut verarbeiten konnten. Das heißt, unsere ersten Gehversuche waren... waren diese. Google durfte zuhören am iMac, was da Pedro gesagt hat und hat versucht, daraus irgendwie einen deutschen Satz zu formen. Das hat zwischendurch sogar funktioniert für die ersten Interviews, aber am Ende
Ja, manchmal sind da auch so wirre Sätze bei rumgekommen, wo wir dann auch da saßen und dachten, okay, so kann das einfach nicht weitergehen. So, wir können ja jetzt nicht auch irgendwie das da zusammenschneiden und denken, okay, das kann vielleicht ungefähr passen inhaltlich, was der da sagt. Ja, dann haben wir mit Rolf gesprochen und Rolf hatte gerade zu der Zeit eine mexikanische Austauschstudentin oder ja, die Carla. Und Carla kam aus Mexiko und konnte Deutsch, Spanisch und hat auch da ja, nochmal so zwischenmenschlich uns erklären können, was genau die Menschen da so gemeint haben. Und Carla hat einen Monat lang bei uns im Büro gesessen und hat alle Interviews... hat sich 10 Stunden Interviews angehört und alles transkribiert, also wirklich also Carla, danke nochmal. Echt ein Wahnsinn und ja, das war auf jeden Fall eine Schlacht an Material. So, ja, und dann mit dem, was dann Carla uns geliefert hat an Informationen, konnten wir eben eine Storyline aus dem kreieren, was wir dann eben hatten. Und zwar war das erstmal viel, viel, viel zu viel. Also wir hatten 10 Interviews ungefähr gedreht von Leuten, die, wo wir dachten, die haben alle Potenzial und die haben alle interessante Stories zu erzählen. Aber am Ende können wir ja nicht 10 Hauptdarsteller oder 10 Leute irgendwie kurz mal was sagen lassen, sondern wir wollten ja versuchen, einen Film zu machen, der mit einem roten Faden, mit einer Storyline durch eine Geschichte führt. Und da müssen ja Leute wieder mehrmals vorkommen und müssen irgendwie eine Journey haben und so weiter. Das heißt, wir haben dann sehr, sehr, sehr hart aussortiert und haben 7 von 10 Interviews komplett rausgeschmissen. Pedro zum Beispiel, der ja eigentlich Hauptdarsteller ist, sagt aber gar nichts, weil das, was er dann gesagt hat, letztendlich hat nicht in die Storyline gepasst, die wir uns dann aus dem, was wir im Schnitt eben vorgefunden haben, hingelegt haben. Und dementsprechend sind am Ende, ja, ich glaube, 4 Leute kommen zu Wort und sagen was. Und all das, was wir dann ansonsten an Material hatten, die restlichen 9 Stunden, die Carla sich anhören musste, die sind tatsächlich nirgendwo je zu sehen gewesen. Ja, also wir saßen ja echt lange dann auch am Schnitt bei dem Film und mussten das ja auch so irgendwie neben der Arbeit bewältigen und irgendwann konnten wir auch nicht mehr weiter. Dann haben wir uns den Kollegen Marvin dazu geholt, der dann am Ende auch uns beim Schnitt unterstützt hat, weil wir dann auch irgendwann blind waren vor Shots und naja, jedenfalls hat Marvin uns da auch noch ein gutes Stück geholfen, hinten raus den Film dann nochmal fertigzustellen. Und ja, dann irgendwann waren wir fertig mit dem Film und wollten das dann auch irgendwie in Düsseldorf und weiter darüber hinaus irgendwie cool darstellen und haben uns ein paar Sachen überlegt, wie wir diesen Film, wir wussten, dass wir eine Premiere feiern wollen in Düsseldorf, wollten dazu Plakate erstellen, haben auch 3 Plakate designt und wollten dieses so ein bisschen in Düsseldorf auf die Straße bringen. Genau. Im Prinzip dachten wir uns ja, warum nicht? Warum nicht so großflächige Plakate? Machen ja alle anderen auch und so. Und wenn man da einfach nur, keine Ahnung, 20 Stück von nimmt, wie teuer kann das denn sein, so das 2 Wochen lang zu machen? Turns out, so mega teuer ist das wirklich gar nicht bei bestimmten Anbietern. Und dementsprechend haben wir dann diese wunderbaren Motive, die unsere Designerin Sarah aus dem Film gemacht hat, im Großformat in Düsseldorf aufgehängt und hatten dann 2 Wochen lang, glaube ich, diese Plakate mit Hinweis auf Premiere, die dann einmal natürlich vor Ort bei unserer Premiere-Veranstaltung im Dr. Thompsons stattfand, aber auch online, so beworben über 2 Wochen. Letztendlich ist das natürlich auch das, was wir dann für uns daraus machen wollten. Also wir haben den Film natürlich auch für uns gemacht, um den Stil, den wir irgendwie für unseren Stil halten, der in diesem Film sehr, sehr gut rüberkommt, den wollten wir auch zeigen, den wollten wir in Düsseldorf und all denen, die irgendwie dann vielleicht in Zukunft nochmal einen Film kaufen könnten, natürlich präsentieren. Das heißt, wir haben uns schon auch gut ins Zeug gelegt dann, und gut Geld in die Hand genommen, um selber diesen für uns den Film und alles drumherum zu vermarkten. Also auf der Premiere gab es Goodiebags, es gab ja, einfach eine sehr, sehr schöne Premiere-Veranstaltung, die uns
auf jeden Fall auch wettermäßig sehr in die Karten gespielt hat. Das war wirklich Glück, weil wir Outdoor waren, wegen gerade Corona-Hochzeit. Ja, und das war dann ein sehr krönender und aber auch ein krönender Abschluss, der aber auch einer war, den wir dann irgendwo brauchten nach dieser langen Zeit, die wir da wirklich im Schnitt saßen. Nee, das war ein sehr schöner Moment. Ne? Let's go. Solltest du kommen? Gutes SEO. SEO ist scheiße. Internet. Okay. Aus dem Internet. Zu privat und zu krass. Sonnepictures.de. Das war's, vielen Dank.